Grüß Gott, liebe Besucher. Ich stehe heute hier auf der Dachterrasse des Jakob-Kaiser-Hauses Deutschen Bundestages und von hier aus mit der Reichstagskuppel im Reichstag im Hintergrund will ich meinen letzten Podcast aus dem Deutschen Bundestag drehen. Mit Ablauf dieser Wahlperiode verlasse ich nun den Deutschen Bundestag. Ich habe die Aufgaben hier immer mit großem Ernst und großer Freude gemacht, aber mich verlangt es nach neuen Herausforderungen. Vielleicht finde ich die auch im Bayerischen Landtag. Ich rücke damit näher an meine Heimat heran, ans Allgäu und an Schwaben. Hoffe auch von da eine Menge für die Heimat bewirken zu können. Es ist ja auch eine spannende Landeshauptstadt, eine Stadt, die man mögen kann. Und es gibt drei weitere wichtige Gründe, die mich dazu veranlassen. Meine drei Kinder. Und ich hoffe, dass ich vom Landtag aus den Heranwachsenden ein bisschen besser miterleben kann als vom Deutschen Bundestag, der doch auch weit weg ist von zu Hause. Dieser Bundestag hat seinen Preis und den zahlen oft die Kinder. Und ich freue mich schon drauf, vom Landtag aus Politik fürs Allgäu machen zu können. Ich war hier in der 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages Mitglied in vier Ausschüssen, im Haushaltsausschuss und im Rechtsausschuss, im Petitionsausschuss und im Wahlprüfungsausschuss. Und in der Zeit gab es nun wirklich eine ganze Menge zu tun. Es war eine ganz außergewöhnliche Wahlperiode des Deutschen Bundestages mit riesigen Aufgaben, Energiewende und Eurokrise. Aber die FDP hat auch in vielen anderen Dingen ihre Fußspuren hinterlassen, bei der Abschaffung der Praxisgebühr, bei der Aussetzung der Wehrpflicht. Mir kam es aber als Abgeordneter der FDP aus Schwaben und dem Allgäu darauf an, auch für die Heimat etwas zu tun. Und da gab es eine ganze Menge Möglichkeiten, Verkehrsprojekte, Straßen, Schienenprojekte in den Bundesverkehrswegeplan hinein zu verhandeln, für die Allgäuer Moorallianz aus dem Bundeshaushalt Mittel frei zu bekommen, Mittel aus dem Bayerischen Kulturfonds ins Allgäu und nach Schwaben zu holen und andere Dinge mehr. Und ich freue mich, dass ich in diesen vier Jahren eine ganze Menge für Deutschland, für Bayern, für Schwaben und fürs Allgäu tun konnte.